BDSM-Paarberatung. Liegt's denn immer an der dominanten Seite? Ich habe eine E-Mail bekommen von einer Zuhörerin, Zuschauerin. Und sie heißt Jasmin und ja, fragt im Endeffekt, du erzählst oft darüber, dass der dominante Part, in dem Fall die Frau, Probleme hat, das hinzubekommen. Das ist ja auch oft der Fall. Und bei mir kommen oft Männer, auch Frauen, aber meistens sind es Männer, die sagen, hey, wir haben schon Ewigkeiten keinen Sex mehr, wir haben erst recht keinen BDSM-Sex. Wir haben uns sexuell so ein bisschen verloren über die Kinder, über den Alltagsstress. Stress ist ein riesengroßes Thema bei mir in der Beratung. Alle meine Klienten haben einen verantwortungsvollen Job oder einen vollen Alltag und haben Probleme, ja, die Initiative zu ergreifen, den Arsch hochzukriegen und Sex zu praktizieren, sich aufzuraffen sozusagen. Und genau, die Frauen, die den dominanten Part übernehmen dürfen, haben oft das Problem, dass sie nicht wissen, wie sie das machen sollen, was sie sagen sollen. Sie haben Angst, sich verstellen zu müssen. Sie haben Angst, eine Rolle einnehmen zu müssen. Und deswegen versuchen sie das dann zu vermeiden, nicht drüber zu sprechen. Genau, die üblichen Probleme habe ich ganz oft auf diesem Kanal drüber gesprochen. Gibt es auch eine extra Playlist dazu. Also wenn dich das interessiert, dann kannst du dich, glaube ich, die ganze Nacht damit beschäftigen, wenn du das möchtest. Die Frage von Jasmin war, also sie sieht, dass sie da viele Themen hat bei sich. Das ist ja schon mal gut. Aber sie sagt halt auch, dass sie, wenn sie mit ihrem Partner spielt, dass er ihr oft das Leben schwer macht. Also er funkt dazwischen, er stellt Zwischenfragen. Wenn irgendwas nicht so läuft, wie er sich das vorstellt, dann meckert er. Er benutzt die Ampel sehr, sehr häufig, was ja gut ist, ja. Aber sie hat das Gefühl, sie kann es ihm nicht recht machen. Das ist so ihr großes Problem und sie tut ganz viel dafür, dass er glücklich ist, weil ihr das auch Spaß macht. Das ist schon mal gut bei den beiden, dass sie große Freude daran hat. Aber sie hat mich gefragt, was kann ich denn machen, wenn er sich nicht fallen lassen kann? Und das ist ja nicht ihre Herausforderung und da hat sie recht. Viele devote Menschen haben das Problem, dass sie sich in der Fantasie wünschen, die Verantwortung abzugeben, sich fallen zu lassen, die Kontrolle abzugeben. In der Realität fällt es ihnen dann aber sehr, sehr schwer. Es gibt sogar Fälle von Klienten, die zu mir in die Beratung kommen, die ja ein sehr großes, breites Kopfkino haben, aber sobald wir es in die Tat umsetzen wollen, regelrecht Panik bekommen, weil sie im Alltag halt ja diese Kontrolle brauchen, weil das ein starker Mechanismus ist, den sie auch gelernt haben in ihrer Kindheit, wenn da schlimme Dinge vorgefallen sind und so weiter. Sexualität versucht ja immer so ein bisschen das, was wir im Alltag präsent haben, so ein bisschen so ein Gegengewicht zu setzen. Und das ist bei vielen devoten Menschen, glaube ich, habe ich in der Beratung oft gehört, ein Problem, dass es auch logischerweise ein bisschen dauert, bis man sich fallen lassen kann, bis man das Vertrauen hat, um die Sachen mitzumachen. Und das ist etwas, was ich bei vielen meiner Klienten bewundere, dass die zu einer Realerziehung kommen, dass die sich irgendwo festbinden lassen, dass die Ängste überwinden, dass die sich komplett auf diese Situation einlassen und das einfach so können. Ich bin ganz ehrlich, ich könnte es wahrscheinlich auch nicht. Und dann gibt es halt andere Klienten, für die ist es auch sehr, sehr schwierig, diese Kontrolle abzugeben, obwohl es in der Fantasie ein großes Thema ist. Da muss man üben, sage ich immer dazu. Also es muss einen Anfangsbereich des BDSM geben, wo man mit leichten Dingen anfängt, mit Dingen, die nicht ja, vielleicht das Geilste im Kopfkino sind, aber die man gut und einfach ausführen kann, wo beide die ersten Erfolgserlebnisse haben, um sich dann weiter vorzutasten. Das ist ja immer im Leben so, ne? Also wenn du anfängst zu klettern, dann kletterst du nicht direkt 15 Meter hoch, sondern du machst erstmal 3-4 Meter, lässt dich dann runter, lässt dich dann fallen und ja, wieder abseilen, zu Boden bringen. Ich bin kein Kletterexperte, aber es ist ein gutes Beispiel. Verzeih mir bitte, wenn du das professionell machst oder ganz oft hobbymäßig. Ich kenne ja die Begriffe leider nicht so. Beim Klettern ist das ja auch so, dass du ein unglaubliches Vertrauen haben musst bei dem Menschen, der dich der dich am Boden sichert. Dem musst du absolut vertrauen können, weil der deine Lebensversicherung ist, sage ich jetzt mal.
Und das ist im BDSM genauso. Ohne Vertrauen geht es nicht. Und wenn viele Dinge vorgefallen sind, also dass oft was schiefgegangen ist, was für beide ja mega frustrierend ist, ja. Und das ist so. Im BDSM gehen Dinge auch mal schief. Ich bin ein perfektes Beispiel dafür. Ich bin wahnsinnig schusselig, tollpatschig. Ich habe eine kinästhetische Intelligenz von null. Ich habe neulich in der Realerziehung versucht, meinem Klienten das Halseisen, das ist so ein Halsband aus Metall, aus Gusseisen, ist doch egal, aus Eisen anzulegen, sehr schwer, da war so ein Schloss dran und ich habe sogar extra vorher noch das Schloss, den Schlüssel gescheckt, da hingen zwei Schlüssel und der erste passte sofort und ich dachte so, okay, alles klar, das funktioniert nachher, mache ich übrigens bei jeder Realerziehung, alles, was ich vorher irgendwie mache, checke ich einmal vor, überlege mir, ne, damit so Sachen nicht passieren, sie passieren trotzdem. Also Halseisen angelegt, abgeschlossen, 20 Minuten später, Schlüssel falsch, Halseisen nicht aufgekriegt. So. Wenn du dann unerfahren bist, als Top, als Dom, wie auch immer, und nicht genau weißt, wie soll ich mit der Situation umgehen, du wirst nervös, du wirst hektisch, du kriegst Panik. Also du bist schon mit dir selber im Kampf. Ja, und das ist ganz normal. Es gibt diese Situation, wo uns das passiert. Das ist nicht, weil du dumm bist oder weil du es dich hinkriegst oder weil du keine Ahnung hast. Es passiert einfach. Da im Leben passieren unvorhersehbare Dinge. Es sollte nicht passieren. Das gehört zur Verantwortung eines Tops, einer Domina, eines Doms, was auch immer, dass das nicht passiert. Aber es gibt trotzdem Dinge, die passieren. So, wenn du dann auch noch in der Situation einen dummen Spruch gedrückt bekommst von deinem Sub und du weißt nicht, wie du damit umgehen sollst, und du bist noch unerfahren, dann bringt dich das total raus. Und das ist etwas, was man als Sub hoffentlich vielleicht mitnehmen darf aus diesem Video. Wenn es solche Situationen gibt, dann lacht auch mal darüber. Ich habe ein anderes Beispiel. Ich habe versucht, die Fickmaschine im Studio ans Laufen zu kriegen und ich habe vergessen, ein Kabel anzustecken, weil ich nervös war. Ey, ich bin auch nervös in der Realerziehung. Ich bin vor jeder verdammten Session, wenn ich mich irgendwo treffe, ich bin nervös. Ich bin des Todes nervös. Ich habe Lampenfieber hoch 10. Ich war sogar mal bei einem Experten für Lampenfieber, weil es so schlimm bei mir war, dass ich nachts nicht schlafen konnte. So. Und das ist okay, das darf sein. Das hat nichts damit zu tun, dass ich es nicht kann, sondern ich möchte es einfach der anderen Seite so schön wie möglich machen und mache mir da besonders viele Gedanken und habe Angst, dass was schief geht. Die Frage ist immer, wie gehen wir mit diesen Situationen um? Und wenn du dann einen Spielpartner hast, der dir noch mehr Druck macht, der dir noch mehr reingerätscht, der dumme Kommentare macht und du kannst das nicht ahnden, dann ist das schwierig, besonders am Anfang. Wenn ihr euch schon ein bisschen eingespielt habt, ja, dann darfst du auch gerne mal in dieses Bird-Verhalten gehen als Sub, also dieses Widerspenstige, ich möchte mich wehren, ich möchte wieder Worte geben und so weiter. Am Anfang ist das eher dysfunktional. Bei mir gibt es kein richtig oder falsch. Ich benutze ganz bewusst das Wort dysfunktional, weil das wird für deine Spielpartnerin wahrscheinlich nicht funktionieren. Zumindest nicht am Anfang. Wenn sie länger da drinnen ist und Selbstvertrauen hat und viel positives Feedback bekommt und weiß, hey, ich kann das. Ich kann das bewältigen. Ich weiß, wie ich damit umgehen muss. Dann ist es gar kein Thema, ja? Dann darf man das auch und dann bekommt man auch einen Spaß daran. Wenn man von Anfang an als Frau von seinem devoten Partner in Sessions im Alltag reglementiert wird. Man kann es nicht richtig machen. Man bekommt ständig Zwischenrufe. Man bekommt ständig so einen Hinweis, oh, wir können das noch machen und dies noch machen, weil du einfach eine große Fantasiewelt hast. Dann entmutigt das deine Partnerin enorm. Und das ist ein großer Verhinderungsfaktor für BDSM. Weil irgendwann sagen die Frauen, nicht bewusst oder unbewusst, sie gehen dann in Rückzug, sie machen dann nichts mehr, sie initiieren nichts mehr, sie reden nicht mehr drüber, sie lassen das ganze Thema Sexualität aus. Das bedeutet, sie sagen innerlich, unterbewusst, körperlich, teilweise auch, weißt du was, fick dich. Und das wieder rauszukriegen als Paartherapeut und Sexualtherapeut ist spannend, aber auch schwierig. Und man hätte es vermeiden können, wenn man so ein paar Sachen vorher gewusst hätte, deswegen rede ich jetzt darüber, ja, weil oft kommen die Männer zu mir und sagen, hier, die, meine Frau, meine Partnerin, die kriegt nichts hin, die ergreift nicht die Initiative, die ist total unkreativ, die will das irgendwie nicht, die ist mir gegenüber total verletzend,
und das macht mich total fertig und deswegen möchte ich woanders hingehen. Das kann alles sein. Und es kann sein, dass es zu 100% bei deiner Partnerin liegt. Kann sein, ich kenne euch nicht. Aber meine Erfahrung als Paartherapeut ist, dass ihr als Paar ein Team seid. Ihr seid eine Einheit. Entweder ihr geht zusammen unter und verkackt es, oder ihr schafft es zusammen, gemeinsam. Ich gegen du, du gegen mich, das funktioniert in der Partnerschaft nicht. Ihr könnt das gerne machen, ihr könnt diesen Krieg gerne austragen, ihr könnt euch da gerne eure Schauplätze suchen und euch da gegenseitig fertig machen. Damit will ich dann aber nichts zu tun haben, weil da bin ich raus, ich lehne diese Paare ab. So. Wozu es halt, was es halt braucht, um mit BDSM leben zu können, ist eine Einstiegsphase, in der man Erfolgserlebnisse sammelt, eine gelungene Kommunikation und auch manchmal die Fähigkeit, über Sachen lachen zu können. Und das ist etwas, das geht vielen Subs halt mit der Zeit verloren oder das müssen sie erst lernen. Ich habe viele in der Beratung, denen muss ich liebevoll und sanft erklären, hey du, pass auf, nur da immer so reingrätsch und dir so Vorschläge machst. Ich weiß, du findest einfach gerade die Situation so geil und möchtest jetzt gerne ganz schnell zu dem anderen und möchtest ganz, ganz viel in eine Session packen. Aber das überfordert gerade deine Partnerin. Und das wird auf Dauer schwierig, weil kein Partner der Welt macht das ewig mit. Und dann ist irgendwann auch der Punkt erreicht, wo man auch in der Therapie nicht mehr viel machen kann. Deswegen seid lieb zueinander. Redet miteinander. Ich habe ganz oft Paare vor mir sitzen, die sagen, ja, ja, wir sind ein super Team, wir reden über alles. Nur der Sex, der klappt nicht. Und wenn ich dann frage, redet ihr denn über Sex? Nee. Merkst du selber, ne? Genau. Also, zurück zu Jasmin. Was du machen kannst, ist mit ihm das offene Gespräch suchen. Und gucken, was erzählt er denn dazu? Wo ist deine Frustration? Das ist sehr schwierig, das alleine zu machen, weil du da auf so einen Beobachtenposten für dich selber gehen musst. Du musst sozusagen dein Ich, also dein, was habe ich falsch gemacht und so weiter, und das lernen wir ja alle, ne? Also wir gehen in eine Schule, wir gehen in die Universität, wir gehen in die Arbeit und wir kriegen überall beigebracht, richtig oder falsch. Später im Unternehmen gibt es dann sowas wie Fehlerkultur und so, oh, Fehler machen ist nicht schwierig und schlimm, aber es wird trotzdem sozial irgendwie gesellschaftlich nicht so anerkannt, ja, wenn ein Politiker irgendwas falsch gemacht hat, wird er den Teufel tun, meistens, und es eingestehen, weil es nicht so gewünscht ist. Da ist es halt wichtig, dass du das nicht als Fehler siehst, sondern halt als, für deinen Partner hat es nicht funktioniert. So, und das ist nicht schlimm. Du lernst ja gerade noch. Also eine gewisse Form von Kritikfähigkeit, dass du von oben drauf guckst und überlegst, okay, was ist da dysfunktional gelaufen, also was hat für meinen Partner nicht funktioniert, wie kann ich das verändern? Und das ist etwas, was sehr, sehr schwierig ist tatsächlich, was auch mir teilweise BDSM schwerfällt. Wenn man einen Absturz hatte mit einem Klienten, dann nachher hinzugehen und zu sagen, das und das waren meine Fehler, muss ich in Zukunft abstellen. Das fällt uns allen nicht leicht, weil wir kulturell halt anders erzogen wurden. Dieses intelligente Fehlermanagement wird uns leider nicht so beigebracht, ist aber wichtig für BDSM. Wie gesagt, ist kein Fehler, ist eine Dysfunktionalität. Intelligentes Dysfunktionalitätsmanagement. Ist aber zu lang. Egal. Das wäre wichtig. Wenn ihr es trotzdem nicht schafft und er immer wieder blockiert in den Sessions und du merkst, boah, eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr. Das wäre der Punkt, wo ich mit einem Experten drauf gucken würde, von oben beiden Seiten, was läuft da eigentlich schief. Also es kann jetzt unterschiedliche Ursachen haben. Ne? Es kann sein, dass es wirklich ein Kontrolle abgeben Thema ist, dass er einfach versucht, von der Fantasie her möchte es gerne, in der Realität hat er aber Angst, kann sich da nicht so fallen lassen. Es kann sein, dass er ein ganz großes Fantasiespektrum hat und gerne die Fantasien genauso haben möchte und noch nie so richtig erlebt hat, wenn er keine Erfahrung hat. Was ist Fantasie, was ist Realität? Es kann auch ganz andere historische, traumatherapeutische Ursprünge haben. Es können 100.000 Sachen sein, das kann ich jetzt aus der Ferne nicht beantworten. Was ich aber beantworten kann, ist, dass ich glaube, dass du dann einen sehr guten Job machst, also dass du dir sehr viel Mühe gibst. Und ich glaube, so ein Grundthema könnte auch sein, dass die Wertschätzung dafür fehlt. Weil wenn du dich immer aufreißt und rackerst und machst und tust, ist egal, ob das beim Sex ist oder auf der Arbeit, und es sagt keiner Danke, dann oder freut sich irgendwie darüber oder so,
dann macht es auch irgendwann keinen Spaß mehr. Und dann wird es schwierig für die Beziehung. Genau. Das wären jetzt so die Sachen, die ich empfehlen kann. Genau. Wenn du, lieber Zuschauer oder liebe Zuschauerin, ein ähnliches Problem hast oder andere Probleme im Thema BDSM, mir gerne eine Paarberatung machen möchtet oder eine Einzelberatung, dann bewerbt euch gerne auf www.leidenschaftlicher-lieben.de. Erstmal Luft holen. Oder wenn du Sklave werden möchtest, erzogen werden möchtest von dir, dann auf www.lady-penelope.com. So, jetzt habe ich heute ganz viel gequatscht. Wenn du Fragen an mich hast, schreib sie gerne unten in die Kommentare. Und dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Dominante Grüße, Lady Penelope.